Hi Leute, ganz herzlich willkommen auf dem Kanal von Frau Farbenfroh von der lieben Jule. Ich bin Laura von Seid ihr selbstbewusst und ich bin Coach und Trainerin für Rhetorik, Stimme, Ausstrahlung und natürlich Selbstbewusstsein. Und da hat mich die liebe Jule gefragt, ob ich euch nicht ein paar super Tipps geben kann für euer echtes Selbstbewusstsein. Werdet ihr jetzt in 2,5 Sekunden erfahren, wie ihr wirklich und echt selbstbewusst werdet. Selbstbewusstsein ist ja irgendwie so ein riesengroßer Begriff, der immer und immer wieder gebraucht wird. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, jemand ist besonders selbstbewusst, wenn er immer im Mittelpunkt steht, wenn er eine große Klappe hat, wenn er immer seine Meinung sagt und von seiner Meinung auch niemals abweicht und all solche Sachen. Was total schade ist an diesem allgemeinen Bild ist halt, dass total viele Leute auch so zu mir kommen, in meinen Seminaren zum Beispiel, und sagen, hey Laura, ist ja ganz nett, was du so erzählst über Selbstbewusstsein und sich was trauen und Selbstvertrauen, aber ich bin einfach zurückhaltend. Ich bin halt eher so der ruhige Typ, ich bin eher introvertiert und gehe halt auch nicht so gerne raus und auf Menschen zu. Und jetzt verrate ich euch mal ein Geheimnis, was ihr bitte auch nicht weiter sagt, denn ich bin auch introvertiert. Überraschung. Und es hat wirklich nichts damit zu tun, wie selbstbewusst ihr wirklich nach außen auftreten könnt und wie selbstbewusst ihr euch auch selber sein könnt. Dann schauen wir uns das Wort an sich doch mal an, dieses Selbstbewusstsein. Was da ganz oben steht, ist natürlich das Selbst erstmal. Was ist das Selbst? Das ist deine Identität, das sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine Erfahrungen und kurz gesagt, das bist du. Und es ist ganz normal, dass du nicht genau weißt, was willst du, was sind deine Ziele, was sind deine Gedanken, was sind deine Stärken, Schwächen und so weiter, wenn du dich noch nie wirklich damit beschäftigt hast. Das ist ja erstmal ganz logisch. Vielleicht kennt ihr das auch von diesen ganzen vielen Disney-Filmen, da stehe ich ja total drauf, aber es sind doch auch die ganzen Disney-Prinzessinnen, die immer nicht wissen, wer sie sind, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Und genauso geht es uns ja im Prinzip auch. Das heißt, um zu wissen und um wirklich selbstbewusst zu werden, solltest du erstmal dieses Selbst und dieses Bewusstsein für dich erkennen. Das heißt, stell dir mal bestimmte Fragen. Ganz einfach. Was macht dir Spaß? Was sind deine Stärken? Was sind die Dinge, die dich beschäftigen? Was sind deine Ziele? Was sind so deine Gedanken? Was geht dir den ganzen Tag über durch den Kopf? Wie redest du in Gedanken mit dir? Dazu kommen natürlich auch Dinge, die du gerne deine Leute, also Freunde oder Familie oder so fragen kannst. So nach dem Motto, hey, was sind meine Stärken oder was magst du an mir? Welche Eigenschaften schätzt du an mir? Denn die Stärken, die ihr wirklich alle habt, das sind meistens Dinge, die uns gar nicht selber auffallen. So Talente, die wir haben oder Dinge, die wir gut können, das ist so selbstverständlich für uns geworden. Und deswegen frag da ruhig mal Leute in deinem Umfeld oder deine Freunde, deine Familie. Und es gibt bestimmte Stärken, ja, wo ihr euch vielleicht noch nicht mal bewusst seid, dass das eine Stärke ist. Zuhören. Zuhören können in der Welt, in einer Welt, in der so viele verschiedene Dinge immer wieder auf uns einprasseln und in der jeder eher nur über sich selber redet und sich präsentieren muss und sagen muss, wie toll er ist. Da ist Zuhören können doch eine wahnsinnig starke und angenehme Eigenschaft. Sensibel sein, sensibel für die Dinge, die um einen herum passieren und empathisch sich hineinfühlen können, andere Menschen, all das sind wahnsinnig starke Eigenschaften. Und das sind Dinge, die ihr auch zu euren Stärken zählen könnt. Also fragt euch da mal, fragt auch euer Umfeld, was sind eure Stärken? Das sind alles die Dinge, denen ihr euch erstmal bewusst sein solltet. Und dann steigert es natürlich auch euer Selbstbewusstsein. Es sind auch so viele andere Sachen, die ihr mit reinzählen, dieses ganze Konstrukt aufbauen. Ja, das ist euer Selbstvertrauen, euer Selbstwertgefühl, dass ihr wisst, was ihr wert seid, was ihr leisten könnt, was ihr schon erreicht habt. Dann zählt natürlich auch mit rein, wie ihr nach außen wirkt auf andere. Das nenne ich immer ganz gerne die Ausstrahlung, die ihr habt. Und das ist das, was eure Körperhaltung ist, eure Körpersprache, euer Blickkontakt. Schaut ihr den Leuten zum Beispiel direkt in die Augen oder vermeidet ihr das eher? Und dazu zählt auch, wie eure Stimme ist. Also, wie hört sich eure Stimme an? Habt ihr euch da jemals Gedanken drüber gemacht? Wahrscheinlich nicht. Ihr redet jeden Tag, jeder von uns redet jeden Tag, teilweise sogar unglaublich viel. Und wir machen uns nie Gedanken darüber, wie unsere Stimme eigentlich klingt und wie dieses
fantastische Konstrukt an Stimme überhaupt funktioniert. Deswegen da auch, ist meine Stimme sehr hoch, rede ich sehr schnell oder sehr langsam, mache ich viele Pausen, sage ich oft all solche Dinge sind verdammt wichtig dafür, wie du auf andere wirkst und wie du natürlich auch auf dich selber wirkst. Das ist diese Ausstrahlung, die natürlich auch dein Selbstbewusstsein wahnsinnig stark beeinflusst, okay? Also, wenn du wirklich selbstbewusst sein möchtest, dann stell dir erstmal diese Fragen. Werde dir wirklich als Person, als Mensch, jetzt und hier, in diesem Moment, selbstbewusst? Wie ist deine Körperhaltung gerade? Hängst du vielleicht so vorm Laptop und hörst dir das hier an, guckst du dir das hier an und merkst es gar nicht, wie da deine Schultern einfallen zum Beispiel oder wie hört sich deine Stimme an? Beobachte dich mal, nimm dich ganz bewusst wahr. Dazu kommt auch, nimm die Dinge in deiner Umgebung, in deinem ganzen Umfeld ganz bewusst wahr. Wenn du spazieren gehst, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du mit Menschen sprichst, dein ganzes Leben, alles was dazu gehört, nimm das und nimm dich in diesem Leben ganz bewusst wahr. Und dann wirst du natürlich auch nach außen viel selbstbewusster. Es ist immer die Kombination. Es ist die Kombination zwischen deiner Körpersprache, deiner Stimme und dieser Ausstrahlung, die du nach außen hast und den inneren Gedanken zu dir selbst. Und wenn du jetzt und hier gleich selbstbewusster werden willst, dann frag dich diese Gedanken, frag dich, wie bist du im Moment, was ist dir gerade wichtig, beobachte deine Körperhaltung und richte dich zwischendrin ruhig auch mal auf und nimm eine aufrechte, selbstbewusstere Körperhaltung an, dann fühlst du dich auch gleich viel selbstbewusster. Alles klar, ich wünsche euch allen ganz viel Spaß dabei, euch wirklich richtig selbstbewusst zu werden und lasst unbedingt diese Angst los von wegen, um wirklich selbstbewusst zu sein, müsst ihr laut sein, müsst ihr immer reden, müsst ihr immer nach draußen gehen. Das ist Quatsch, es hat nichts mit Lautsein zu tun, sondern Selbstbewusstsein fängt ganz ruhig und still bei euch im Inneren an und in euren Gedanken. Alles klar, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!